Auf der LearnTech 2015 ist es Professor Dr. Lemke bei mir. Herr Lemke, was war der Inhalt Ihrer heutigen Keynote? Ja, der Titel, der offizielle Titel heißt Always On und wir haben uns hier in dem Plenum mit dem Thema der digitalen Ambivalenz beschäftigt. Es geht im Wesentlichen hier darüber, das Mediennutzungsverhalten von uns Menschen zu reflektieren und gerade im Hinblick der Nutzung neuer Medien und neuer digitaler Technologien zu reflektieren. Was kann man denn da so erfahren? Ja, also wir haben beispielsweise gezeigt, oder ich habe gezeigt, dass das Mediennutzungsverhalten sehr einseitig ist, sehr euphorisch ist, dass es keine oder kaum kritische Kontrapunkte gibt in dem Mediennutzungsverhalten. Und zweitens natürlich auch das Thema E-Learning ein nicht ganz unkritisches Thema ist, gerade wenn es im Hinblick um pädagogische Prozesse geht. Was müsste man denn da mehr beachten, Ihrer Meinung nach? Wir haben ja hier auch einen Schwerpunkt School at LearnTech. Was wäre da wichtig, Ihrer Meinung nach? Ja, zwei Punkte. Also das erste erstmal, dass wir uns von der Technikgläubigkeit elektronischer pädagogischer Medien weitestgehend verabschieden. Und zweitens, dass wir in neuen Curricula denken, wo digitale Medien nicht substituierend eingesetzt werden, sondern als Mittel zum Zweck des Lernen, des sozialen Lernprozesses eingesetzt werden. Und dafür brauchen wir neue Curricula. Kann es sein, dass es daran liegt, dass in der Vergangenheit viel zu sehr auf die Technik geachtet wurde und viel zu wenig die Inhalte beachtet wurden? Ja, schon immer. Es war schon immer ein techniklastiges Thema, ob das nun CBT, WBTs oder heute die MOOCs sind. Und wie wir ja hier auf der Messe ja auch sehen, sind die Aussteller ja alles in der Regel IT-Dienstleister und weniger jetzt pädagogische oder didaktische Dienstleister. Und da brauchen wir auf jeden Fall ein Umdenken. Wie kann man da einen Kontrapunkt setzen? Ja, man kann den Kontrapunkt setzen, indem man für die Entwicklung technischer Lernsysteme sich Profis aus der Pädagogik Didaktik heranzieht und hier insbesondere die Ergebnisse der weltweiten Bildungsforschung heranzieht, die pausenlos ignoriert werden, um daraus halt dann wirklich intelligente Systeme zu entwickeln für die Zukunft. Vielen Dank für Ihre Informationen. Ja, gerne.